liebe Frau Nelkenstock, vielen Dank für die Einladung. Ich erzähle Ihnen gerne heute etwas über die neuen Therapiekonzepte für Krebs, die wir auch hier in Würzburg entwickeln. Und hier geht es vor allem um neue Konzepte, wie wir unser eigenes, das körpereigene Immunsystem nutzen wollen, um Krebs behandeln zu können. Wir beschäftigen uns sehr intensiv, wie das Immunsystem reguliert ist. Und das Fantastische ist, dass jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde in unserem Körper unser Immunsystem das schafft, ein Fließgleichgewicht aufrechtzuerhalten, sodass wir gesund sein können. Und wenn jetzt eine Entzündung entsteht, dann kommt dieses Fließgleichgewicht aus der Balance und es muss wieder zurückreguliert werden, sodass wieder dann alles richtig funktionieren kann. Jetzt gibt es einige Erkrankungen, wo dieses Fließgleichgewicht aus der Balance gerät. Das ist zum Beispiel bei chronischen Entzündungserkrankungen. Da ist es dann so bei Entzündung oder Autoimmunität, dass das Immunsystem zu scharf gestellt ist und das Immunsystem zu viel arbeitet, zu viele Ereignisse als verdächtig einschätzt und dann beginnt, gegen den eigenen Körper zu arbeiten. Das ist die eine Situation. Die andere Situation ist, dass das Immunsystem wichtige Ereignisse übersieht und dann das verschläft, wenn zum Beispiel eine Infektion sich ausbreitet oder wenn zum Beispiel eine Zelle entartet und zu einer Krebszelle wird und sich diese Krebszellen dann vermehren können. Es ist aber interessant, dass das jetzt nicht nur passive Mechanismen sind, dass etwas übersehen wird. Es kommt heraus, dass es auch aktive Mechanismen gibt, die zum Beispiel von Krebszellen betrieben werden, um das Immunsystem zu unterdrücken. Und das Motto in meiner Gruppe ist, dass wir Immunzellen sehen und verstehen wollen. Und hier möchte ich Ihnen kurz einen Eindruck über die Dimensionen zu geben. Sie sehen hier die Verhältnisse von einer Kaffeebohne oder einem Salzkorn zu einer roten Blutzelle hier im Bild. Das ist ungefähr die Größe von einer Immunzelle. Und wenn Sie dann weiter hineinzoomen und sich noch mehr hineinbegeben, dann sehen Sie, wie groß Viren sind. Und ganz zum Schluss sehen Sie jetzt die Größe von Antikörpern. Und das sind diese Moleküle, die uns vor Infektionen schützen und die wir einsetzen wollen, um Krebszellen zu bekämpfen, beziehungsweise auch Rezeptoren in dieser Größe, mit denen dann diese KT-Zellen ausgestattet werden. Also das sind schon sehr beeindruckende kleine Dimensionen. Und wir versuchen zu verstehen vom gesamten Körper bis zu diesen einzelnen Molekülen, wie das Zusammenspiel ist. Und das ist eigentlich eine Tätigkeit, die einen sehr, ja, würde ich sagen, fast demütig und ehrfürchtig macht, denn es sind sehr komplexe Vorgänge in unserem Körper. Jetzt habe ich das Glück, dass ich ein sehr dynamisches Team um mich herum habe. Das sind junge Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die hier nach Würzburg kommen. Es gibt auch einige lokale Talente, aber insgesamt sind es über 12 Nationen in meinem Team, wo wir versuchen zu verstehen, wie unser Immunsystem funktioniert und eben vom gesamten Organismus bis zum Molekül, wie diese Vorgänge reguliert werden. Wir sind durch viele Forschungseinrichtungen finanziert. Und für uns ist natürlich beglückend, dass jetzt Würzburg ein nationales Tumorzentrum ist, gemeinsam mit den anderen Standorten Erlangen, Regensburg und Augsburg. Aber ich möchte auch heute in dieser kurzen Präsentation hervorheben, dass viele Dinge durch Ihre Initiative erst ermöglicht wurden und dass hier in Würzburg es ein paar Kristallisationspunkte gibt, wo neue Ideen gefördert und entstehen können. Und das sind eben vor allem diese zwei wirklich großartigen Einrichtungen, die uns wirklich enorm weitergeholfen haben in den letzten Jahren. Und das ist einerseits dieser Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs. Und das Zweite ist die Stiftung Forschung hilft, die durch ihre Spenden es ermöglicht haben, kleine Ideen oder große Ideen, die aber noch ganz klein im Anfang sind, zu entwickeln und dann diese Ideen nach vorne zu bringen. Ich will Ihnen auch etwas Wichtiges sagen. Wir versuchen zu verstehen natürlich, wie Krebs nicht nur im Körper entsteht, sondern wie das Immunsystem auf diese Erkrankung reagiert. Aber das machen wir nicht nur im Patienten, sondern es ist auch wichtig, dass wir über verschiedene
Modelle versuchen, einen besseren Blickwinkel zu erlangen. Und Mechanismen, die dann in anderen Organismen, wie zum Beispiel in einer Maus, stattfinden und auch im Menschen beobachten sind, zeigen uns, dass die wahrscheinlich wichtig sind, weil eben nach diesen Gesetzen der Evolution sich Mechanismen durchsetzen, die dann breit in der Biologie zu beobachten sind. Und das heißt in Zusammenfassung, wir verwenden die Informationen von Insekten, das ist jetzt bis vom Glühwürmchen über die Seidenraupe, über Mäuse bis Lamas und den Menschen und versuchen dann diese Erkenntnisse zusammenzubringen, nützlich zu machen und dann auch umzusetzen. Und hier möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen. Es ist so, dass aus ethischen Gründen vieles nicht im Patienten gemacht werden kann und wir verwenden zum Beispiel Mausmodelle, aber dass wir nicht jede Maus töten müssen, um zu verstehen, wie das Immunsystem funktioniert, verwenden wir gewisse Tricks, die wir uns von der Natur abschauen. Und ein Trick ist der, dass wir waren damals an der Stanford-Universität, wo ich meine Ausbildung zum Teil absolvierte, weltweit die Ersten, dass wir ein Glühwürmchen-Gen in Tumorzellen oder in Immunzellen eingebracht haben und so dann in der lebenden Maus diese leuchtenden Zellen verfolgen konnten. Und wenn der Tumor sich ausbreitet, dann wird das Licht stärker. Man kann genau lokalisieren, wo das Licht herkommt, wie Sie da hier unten an den Bildern von der immer derselben Maus, die von vorne und von hinten abgebildet wird, mit einer sehr empfindlichen lichtsensitiven Kamera. Das haben wir uns aus der Astronomie abgeschaut. Das sind sogenannte CCD-Kameras. Und dann kann man die Entwicklung von seiner Erkrankung beobachten, beziehungsweise natürlich, das Licht wird immer stärker, wenn der Tumor zunimmt oder man sieht auch, wenn Metastasen sich ausbilden. Aber im Umkehrschluss natürlich kann man auch sehen, wenn das Licht ausgeht. Das ist, wenn dann die Therapie, die man erprobt, erfolgreich war. Und diese Methoden setzen wir ein, um eben neue Konzepte zu erproben. Und das Erstaunliche ist, dass auch in der Maus ähnlich wie Menschen dann diese Krankheiten sich manifestieren können. Hier ein Beispiel, das der Herr Professor Einzel gebracht hat, also die Erkrankung, die es auch schon vor 7000 Jahren gab, das Multiple Myelom, eine Form des Knochenkrebses oder des blutbildenden Systems. Diese Erkrankung kann man auch in der Maus nachbilden. Wir haben auch weitere Mikroskopietechniken hier in Würzburg entwickelt und ich hatte das Glück, einen sehr talentierten Doktoranden, den Jörg Müller, im Team zu haben, der dann das geschafft hat, dass wir Mäuse ganz transparent machen und dann diese Immunreaktionen uns in molekularen Details genau in der Maus anschauen zu können. Hier haben wir versucht zu verstehen, warum gewisse Immuntherapien zum Teil zwar den Tumor gut erkennen können, aber Nebenwirkungen machen. Und hier konnten wir feststellen, dass anders als bisher vermutet, dieses Antigen, das man für die Tumortherapie ausgewählt hatte, auch in ganz kritischen Organen wie dem Ausgang für die Bauchspeicheldrüse stark exprimiert wird. Und das erklärt dann, warum dann in manchen Patienten in diesen Phase-1-Studien diese großen Nebenwirkungen auftraten. Also das ist ein Beispiel, wo eben Tierversuche durchaus auch die klinischen Studien informieren können, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man das ursprünglich vermutet hat. Und umgekehrt möchte ich ein anderes Beispiel bringen. Das ist eine Publikation vom Andreas Brandl, einem Wissenschaftler, der sehr erfahren ist in meiner Gruppe, der dann im Knochenmark untersucht, wie jetzt die Krebszellen mit der Umgebung interagieren. Und hier konnten wir auch ganz was Erstaunliches sofort sichtbar machen, nämlich, dass diese Krebszellen direkt mit dem Blutgefäßsystem in Kontakt sind und diese Interaktionen offensichtlich ganz wichtig sind, dass die Krankheit aufrechterhalten bleiben kann. Und wir untersuchen dann nicht nur die Immunmechanismen, sondern auch, wie diese Adhäsionsmoleküle, also diese Kontaktmoleküle, mit denen die Zellen mit der Umgebung kommunizieren, zusammenspielen. Jetzt ist es so, dass natürlich eine Maus ist und natürlich immer die Frage bleibt dann, trifft es dann auch wirklich auf den Krebs im Patienten zu. Und hier möchte ich ein Beispiel bringen, wo wir gesagt haben, diese
Knochenkrebserkrankung, das Multiple Myelom, das hat schon ganz interessante Eigenheiten, nämlich dass die Erkrankung in den ersten Jahren komplett auf den Knochen fokussiert ist und im Knochenmark sich manifestiert. Könnte es nicht sein, dass diese Myelomzellen, auch wenn die so aggressiv sind und Krebszellen darstellen, eigentlich im Grunde abhängig sind von der Umgebung, abhängig sind zum Beispiel von diesen Endothelzellen oder anderen Zellen aus der Knochenmarksumgebung, damit die sich hier durchsetzen können. Und so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen gern dieses Knochenmark nachbilden. Und mit dieser Idee sind wir dann an die Stiftung Forschung Hilft herangetreten und konnten dann eine großzügige Unterstützung 2019 bekommen. Und tatsächlich ist es dann gelungen, mit sehr aufwendigen, aber systematisch durchgeführten Experimenten tatsächlich und auch weltweit erstmalig diese Myelomzellen über mehrere Wochen in Kultur zu bringen. Und das ermöglicht uns jetzt direkt von Patienten, die Myelomzellen im Zusammenspiel mit der Umgebung, auch mit Immunzellen, dann genauer zu analysieren. Und das war so fantastisch, dass das zum ersten Mal gelungen ist, dass man jetzt diese Zellen zum ersten Mal wirklich direkt vom Patienten so gut analysieren kann, dass wir dann in diesem Jahr mit einem großen EU-Projekt gefördert wurden und Kollegen aus dem In- und Ausland gerne mit uns zusammenarbeiten, um diese Mechanismen besser zu verstehen. Und das heißt, aus einer Förderung, die am Anfang 20.000 Euro waren, konnten wir das Grundkonzept beweisen und dann natürlich die Gutachter überzeugen, dass es wert ist, in diese Ursprungsidee wirklich zu investieren. Und hier freuen wir uns über eine Förderung über mehrere Millionen Euro. Und davon kommt auch über 1 Million sogar in Würzburg an. Also das ist einer dieser Erfolge. Und das war nur möglich, dass wir eben am Anfang diese schöne Förderung bekommen haben. Dann möchte ich ein zweites Beispiel bringen, wie wichtig diese lokalen Initiativen für uns sind. Wir hatten die Vorstellung, dass zum Beispiel diese Knochenmarks oder Knochenerkrankung, das Multiple Myelom, sich ja im Körper ausbreitet und das muss ja auf irgendeinem Weg passieren. Und die Vorstellung war die, die Zellen müssen ja irgendwie von einem Knochen in den anderen kommen können und das ist höchstwahrscheinlich über die Blutbahn. Jetzt wurden wir dann von manchen Kollegen darauf hingewiesen, das ist nicht typisch für die Erkrankung, das ist ja keine Leukämie, das ist typischerweise im Knochen manifestiert. Und wir waren hartnäckig und gemeinsam mit der Frau Dr. Paula Tabares und mit der Unterstützung von Herrn Einzele hat mir gesagt, wir wollen das einfach einmal testen und ausprobieren. Und tatsächlich ist es dann gelungen, im peripheren Blut diese Zellen nachzuweisen. Und dann ist es gelungen, mit einer Technologie, das heißt Durchflusszytometrie, dass man wirklich diese Myelomzellen nicht nur im Knochenmark, sondern auch im peripheren Blut nachweisen kann. Und hier bekamen wir wieder Unterstützung, in diesem Fall vom Verein Hilfe im Kampf gegen Krebs, wieder eine durch die lokale Bürgerschaft getragene Einrichtung. Und diese Förderung ermöglichte es uns dann 2019, so eine Diagnostikeinheit zu errichten. Mittlerweile haben wir nicht nur Hunderte, sondern über 1000 solche Analysen durchgeführt. Und das hat natürlich das Universitätsklinikum Würzburg dann überzeugt, dass das ins Diagnostikprogramm aufgenommen worden ist. Und wir sind aber ehrgeizig und wir haben gesagt, es müsste eigentlich möglich sein, diese Methode noch weiter zu verfeinern. Und tatsächlich wurden wir im letzten Jahr noch einmal von dem Verein unterstützt. Und jetzt ist es möglich, dass wir eine in 10 Millionen gesunden Zellen, eine Krebszelle, eine Multiple Myelomzelle im peripheren Blut nachweisen können und das gleiche auch im Knochenmark. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Schritt, um die Qualität der Therapie für die Patienten zu verbessern, nämlich dass man vom Prinzip in Echtzeit einen guten Einblick hat, wie gut spricht der Patient auf die jeweilige Therapie an. Ist das jetzt Zeit, dass man durchwegs eine Pause einlegen kann? Diese Therapien sind ja zum Teil belastend. Oder wäre es wichtig, noch nicht mit der Therapie aufzuhören, sondern diese fortzusetzen? Oder wäre es wichtig, weil offensichtlich nicht ein schnelles Ansprechen durch diese Diagnostik sichtbar ist, eventuell sogar die Therapie zu wechseln? Und hier gibt es auch gute Neuigkeiten. Wir hatten jetzt einen Antrag für Förderung durch das Bayerische Krebsforschungszentrum gestellt und wir freuen uns, dass wir jetzt kurz davor sind, eine Projektförderung
zu bekommen, die eben sehr umfangreich ist, mit dem Ziel, diese neue Diagnostikplattform, die wir mit der Hilfe von Frau Dr. Tabares und einem sehr engagierten Team in der Gruppe entwickeln konnten, jetzt bayernweit in einer multizentrischen Studie prospektiv, also vorausschauend zu bewerten und dies mit herkömmlichen Diagnostikformen zu vergleichen und auch innerhalb von Bayern hier eng zusammenzuarbeiten. Und jetzt die Aussicht mit dem NCD wäre es natürlich fantastisch, dass man diese Aktivitäten dann auf ganz Deutschland oder auf diese NCD-Zentren innerhalb Deutschlands ausweiten kann. Und das andere sehr Schöne daran ist, viele dieser Patienten sind absolut willig, dass Proben oder Restzellen, die von dieser Analyse übrig bleiben, von diesen Blut- und Knochenmarkproben auch für die Forschung verwendet werden können. Das bedeutet, wir haben durch diese Diagnostik jetzt die Möglichkeit, auch noch tiefer in der Forschung voranzukommen. Und jetzt möchte ich Ihnen abschließend noch ein bisschen etwas über die Forschung erzählen. Und hier geht es darum, wir versuchen ja zu verstehen, was die Stellschrauben des Immunsystems sind und warum es möglich ist, dass Krebs manchmal das Immunsystem überlistet. Und die Frage ist, wie das funktioniert. Und hier hat der Herr Professor Einzel Ihnen schon erzählt, gab es diese viel beachteten Arbeiten von Dasuku Honjo und Jim Allison, die zwei Moleküle entdeckt haben, die wie Bremsen des Immunsystems sind. Beide hatten beobachtet, dass bei Infektionen diese Moleküle hochreguliert werden, um eine überschießende Immunreaktion zu verhindern. Und beide hatten für jedes Molekül dann diese schlaue Idee, könnte es nicht sein, dass die Immunzellen durch solche Moleküle im Fall einer Krebserkrankung überlistet werden und die Krebszellen aktiv über diese Moleküle die Immunantwort unterdrücken. Und tatsächlich ist es so, wenn man jetzt diese Bremsen, ich habe das hier als Hand- und Fußbremse skizziert, wenn man diese Bremsen blockiert, dann kann plötzlich das Immunsystem loslegen. Das ist so durchschlagend, dass beide 2018 den Nobelpreis erhielten. Diese Therapie hat wirklich die Behandlung für Krebs dramatisch verändert. Und es gibt, wie Sie gehört haben, sehr große Therapieerfolge. Aber es ist nicht so, dass jeder Krebspatient von dieser Therapie profitieren kann. Und die Frage ist, warum? Da gibt es vielleicht einige Gründe. Ein wesentlicher Grund, was wir vermuten, ist, dass es vielleicht nicht ausreicht, nur die Bremse vom Immunsystem wegzunehmen, sondern dass es vielleicht auch notwendig ist, das Immunsystem zusätzlich anzuschieben. Mit einem Wort, um vielleicht ein bisschen aufs Gas zu drücken, um die Immunantwort zu entfachen. Und hier arbeite ich seit 15 Jahren hier in Würzburg mit Professor Harald Weyern zusammen. Wir arbeiten in einer Familie von Molekülen, ist die TNF-Rezeptor-Superfamilie, die haben 30 Rezeptoren, zu der diese Familie gehört. Und wir sind auf diese Mechanismen draufgekommen, wie diese Rezeptoren sich selektiv aktivieren lassen. Und diese antigenabhängige Aktivierung dieser Rezeptoren ermöglicht das jetzt, direkt im Tumormikromilieu oder an der Krebszelle selbst diese immunaktivierenden Rezeptoren anzuschalten. Das heißt, wir können zum Beispiel nicht nur die Immun-Checkpoints, diese Bremsen des Immunsystems blockieren, sondern wir haben jetzt Moleküle entwickelt, wo diese Checkpoints blockiert werden. Und genau in diesem Moment sozusagen wird das Gaspedal gedrückt, werden diese Rezeptoren der TNF-Rezeptor-Superfamilie aktiviert. Und das sehen Sie hier an diesem Datendiagramm rechts oben. Und zusammenfassend ist es jetzt so, dass wir diese neue Kategorie von immunaktivierenden Molekülen in die Klinik bringen wollen und haben auch ebenfalls wieder um eine Forschungsförderung angesucht und wollen das jetzt in den nächsten 2 Jahren so weit bringen, dass wir mit Hilfe des NCT-Veras erstmalig in Patienten erproben können. Die Vorstufe ist jetzt noch nicht nur in Tiermodellen, sondern mit primären Patientenproben diese Moleküle nicht nur auf ihre Effektivität, sondern vor allem auch auf ihre Sicherheit zu prüfen. Und das ist jetzt, was aktuell ansteht. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir freuen uns über Ihre Fragen. Und vielen Dank für die Gelegenheit, über unsere Forschung in Würzburg zu berichten.